Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 14.09.2021. Wir befinden uns, hat man nicht großartig gemerkt zum Montag, aber wir befinden uns noch in der Verfallswoche. Na, also wir sind jetzt in der großen Verfallswoche und hatten zum Montag jetzt eine super gute Chance unten raus. Vielleicht habe ich es im Video einfach zu doll betont. Vielleicht waren die meisten zu optimistisch und zu euphorisch und demzufolge auch zu aggressiv unterwegs gewesen. Ich habe es schon bei uns im Chat gesehen früh. Ich glaube, das war noch vor um 8, haben gerade Leute, die gerne mit hohem Hebel schon rumschießen, die haben gleich geschrieben, ich sehe DAX heute bei 15.420, habe ich gleich zu meiner Frau gesagt, wenn ich das lese, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass der nachher wieder bei 15.800 steht, wieder komplett hochgeht, wieder alles zurückläuft. Und hat es nur so gesagt, es geht aber die ganzen Wochen jetzt schon zu, Martin. Da habe ich gesagt, ja, hast du recht. Da hast du recht. Weil ich erzähle ich seit April machen wir das jetzt im DAX, ja? Hin, her, hin, her. Und da muss man eigentlich schon sagen, hatten wir jetzt für den Montag, also war das, was er vorgelegt hat, das war die beste Chance, die wir eigentlich hatten, mal unten rauszukommen. Das muss man einfach so sagen. Wir haben eine bullische Flagge nach unten aufgelöst. Wir haben uns aus dem Band rausgelöst. Wir haben Tagesschlussrunde gehabt. Dann kam der bullische Konter. Den bullischen Konter haben wir ausgekontert, haben wieder unterm Band geschossen. Also, wenn er zur 200-Tage-Linie will, dann wäre das eigentlich. Also, es ist eine richtig schöne Vorlage gewesen auf der Unterseite. Und das tut dann schon ein bisschen weh, wenn man dann sieht, dass er das wieder nicht nutzt halt, ne? Und wieder nur nach oben geht. Auch wenn es natürlich von der Technik dann her auch gar nicht so schlecht gelaufen ist, wie er hochgekommen ist. Wir haben ja gesagt, wenn er hochdrückt, wenn er nicht unten arbeitet, dass er, wenn er hier wieder über 600, 650, 670 geht, dass er dann eben auch rangeht an die 87, 800, dass er sich dann das halt nicht nochmal nehmen lässt, ne? Dass er dann einfach wieder da hochläuft. Das hat er jetzt getan, hat sich auch da oben abreagiert. Wir haben dann auch schon geschrieben, dass er zum Nachmittag, dass man wieder aufpassen solle. Also zumindest für die, die die Updates noch bekommen. Hat man das geschrieben, dass man am Nachmittag halt einfach aufpassen soll, wenn die Amerikaner jetzt die letzten Tage immer wieder verkauft haben, ganz auffällig verkauft haben, und dass es dann mir aber zu hoch gekommen ist, um zu sagen, die kriegen die nochmal umgekippt. Ne? Deswegen hatten wir gesagt, so hier vielleicht Bereich 6,50, das kann nochmal angepeilt werden. Nicht mal das hat er ja geschafft halt. Ne? So, und jetzt hat er sich nach unten gestoßen, hat sich hier quasi auf den vorherigen Hochs gedreht, und das ist was haben wir jetzt für den Dienstag? Eigentlich schon fast wieder eine Steilvorlage oben, ja. Also der braucht jetzt nicht viel Kraft aufwenden, um über der 37 jetzt wieder hochzuarbeiten, über die 780 zu gehen, ran an die 800, ran an die 820, 830, und dann wäre das so für mich so Entscheidungszone. Und entweder dreht sich dort dann nochmal wieder runter oder er rennt halt einfach dann durch bis 949. Und auch das kann ich dann hier jetzt nicht ausschließen halt, ne? Dafür ist er zu presslich schon wieder unterwegs halt, ne? Weil wir haben die Flagge schon unten aufgelöst. Wir haben sie schon aufgelöst. Sie ist schon offen gewesen, ne? Um hier eben rauszugehen. Und die Vorlage vom Freitag, die war schön halt, ne? Also, ach, weiß nicht. Wenn ich mir das im Tageschart angucke, wie lang das jetzt schon geht, dass wir keinen vernünftigen Trend mehr reinkriegen. Ja? Immer nur dieses Geschiebe, Geschiebe, Geschiebe. Das ist seit April, seit hier. Naja, bis hier hatte man immer noch mal so Bewegungen, wo der DAX halt auch einfach mal 500.000 Punkte am Stück halt mal einfach einen schönen Trend lang gelaufen ist halt. Ne? Egal, ob ich das von hier ranziehe, egal, ob ich von hier ranziehe. Aber seit April schiebt der nur zur Seite. Also, sell in May and go away and don't forget to come back in September. Nee, November oder September, November. Ich glaube, November ist es sogar. Es ist noch ein bisschen. Dann hat diese Börsenregel auch ihre Weisheit getroffen. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Also, dass wir so lange einfach nicht vom Fleck kommen. Er kommt ja oben nur auch nicht wirklich raus. Ne? Er sticht da oben ein neues Hoch rein. Und dann kommt er wieder runter, aber es ist nur halt so. Also müssen wir mit leben und müssen uns auch danach richten halt. Ne? Und deswegen würde ich auch auf 2-Stunden-Ebene, wir gehen mal gleich runter. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen was angepasst, das habe ich gestern noch nach dem gemacht, nachdem ich die Analyse fertig hatte, um einfach zu signalisieren, wenn wir Tagesschluss jetzt hier auch mal richtig schön in den Tieffolge reinkriegen, dass er dann auch Bewegung haben kann. Aber ja, nichts draus geworden. Ne? Wir gucken kurz hier rein und ja, am besten redet mir gar nicht mehr darüber, dass sie ausbrechen. Wir können ja so einen Deal einfach machen. Ihr wisst es, ihr wisst Bescheid. Sobald wir im Tageschart unter der 460 verschwinden,
Per Tag ist Schluss, dann dürft ihr bis zur 200-Tage-Linie traden, und wenn wir über der 16.000 rausgehen, dann eben rein bis 16.400, bis in die 17.000. Und jedes Mal, wenn wir an so einer Stelle gehen, da mache ich einfach kein Analysevideo mehr. Ne? Manchmal habe ich schon den Eindruck, oh, hättest du einfach kein Video gemacht, der wäre so schön durch, das ist so eine schöne Vorlage gewesen. Ja, dann lasse ich mich an dem Tag beschimpfen, oder sag einfach mal mit Absicht in die falsche Richtung. Aber das würde mir, glaube ich, auch schwer fallen halt, ne? In dem Moment einfach zu sagen, hey Leute, geht doch all along, geht doch all in am besten. Ach Mensch, wir haben die beste Vorlage unten raus, geht alle all in long. Ich glaube, in dem Moment, wo ich das mal sagen würde, der würde so schön runterfallen. Aber gut, okay, ist alles nur Geschwafel, nützt uns jetzt erstmal nichts. DAX ist die Ausweichroute angelaufen, man hat es früh ab der ersten Minute erkannt, also ich sogar schon kurz vor 8 Uhr. Ich meine, ich hätte mir trotzdem gedacht, dass er nach 39, das, was wir gesagt haben, ne, 10 Uhr, dass er dann nochmal runter, aber der stand ja schon so hoch halt, ne? Der stand ja schon so hoch, 39, 10 Uhr, und dann kamen halt auch die nach 10 Uhr hoch, und dann hat man ja gesagt, 87, 800 ran. Dann war er hier dran gewesen. Ich hätte gedacht, er macht, tippt auch noch die 800 an, um das mittlere Bollinger Band einfach mal anzuschlagen im Tagesschart. Das hat er nicht getan, und dann kamen halt die Amerikaner und haben die roten Kerzen reingebracht. So, und dann ging es runter auf die 700. Das ist okay. 650 wäre noch schick gewesen. Und ich würde daher die beiden Bereiche jetzt hier auch als, ja, Marker, könnte man sagen, nehmen. Also, und die 670 bis 650 ist jetzt nochmal Unterstützung, wenn er von oben jetzt nochmal ein bisschen Schwung holt zum Montag, zum Dienstag. Ne, dass er zum Dienstag früh hier so reinsticht, kurz, und dann sich aufdreht, das wäre denkbar. Unter 650 ist er für mich wieder so in einer, ich sag mal, Fallkante halt, ne? In der geschriebenen Tagesanalyse steht sogar immer noch drin, 37 ist für mich der Trigger. Ich würde so ein bisschen korrigieren jetzt auf 650. Wobei 37, 700 ist, das sind die markanten, nee, komm, nee, lass mal so drin, aber für den Dienstag wäre es schon so unter 670, 650, hätte da unten wieder Spielraum, und zwar bis in den Gap Close dann rein halt, ne, bis in die 550. Und ich sag mal, wenn er zum Dienstag hier dann auch wieder steht, dann war das jetzt hier eine A, B, C gewesen, und dann ist auch fertig. Ja, dann war das gegebenenfalls vielleicht eine Impulsivsetzung oder eine Impulssetzung, dass die Korrektur ist ja so fast etwa 61%, die er auskorrigiert hat. Und ich sag mal, wenn er dann hier unten jetzt wieder steht, das Gap zumacht, dann können wir auch theoretisch wieder sagen, dass er unten die Türe offen hat. Vielleicht lasse ich dann einfach mal das Analysevideo weg. Dann wisst ihr Bescheid. Oder ich zwinke irgendwie mit den Augen und keine Ahnung, ich lasse mir was einfallen. Aber wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass unten raus nicht alle so übermotiviert sind. Also, wenn bei mir im Chat die Jungs mit dem großen Hebel früh dastehen und sagen, sie wollen die 420, die 350 und keine Ahnung, die 15.000 sehen, das klappt halt auch nie, ne? Das steht selbst in meinen Seminarunterlagen drin. Es ist ja auch online verfügbar bei uns, die Aufzeichnung. Und da haben wir so ein paar Sachen, die man bei uns im Chat prozyklisch beachten muss, mit drin halt, ne? So, wann sind andere Marktteilnehmer kontraindikativ wertbar halt, ne? Und das hat wie die Faust fast aufs Auge gepasst. Aber soll egal sein. Fakt ist es, irgendwie muss der Markt die Leute überrumpeln halt, ne? Er muss sie überraschen. Und fehlt mir langsam so ein bisschen an Idee, was da noch kommen soll. Also so langsam entsteht halt auch dadurch, dass wir jetzt so lange hier unten rumgekeilt haben, langsam auch wieder ein bisschen dann das Potenzial auf der Oberseite für einen Ausbruch halt. Ne? Also sollte der jetzt zum Dienstag eben nicht hier abstürzen und Richtung 550 schaufeln, ne? Indem er jetzt hier die 650, 670 fallen lässt und der sich hier bis 900, 940 hocharbeiten, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass der auch hier oben den Kanal anläuft. Und das ist dann bei 1620. Und das wäre dann der dritte Anlauf. Und dann kann man schon fast eigentlich anzählen, dass er dann oben versucht auszubrechen. Natürlich kann das dann wie die ganzen letzten Monate wieder auch bloß ein Fehlausbruch werden. Ne? Aber das wäre dann zumindest erstmal wieder der nächste Versuch. Also, das würde das Ganze jetzt erstmal wieder aufschieben, ein bisschen rauszögern. Deswegen wäre es mir fast lieber, er dreht sich zum Dienstag runter. Aber er hat dafür nicht viel Grundlage gegeben. Wir können auch im Tageschart reingucken. Dafür ist er auch nicht viel Grundlage gegeben. Also ich meine, wenn der jetzt hier ins mittlere Band geht, gut, wenn er jetzt eine rote Tageskerze hinterher zieht, muss man ja sagen, das Band kommt ja hinterher, würde das sogar aufliegen. Aber der müsste unter 6,15, sieht er per Tagesschluss, um sich das Fenster offen zu halten. Sonst, das ist zu motivieren für die Käufer, da jetzt Position wieder aufzubauen halt, ne? Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt schon vor der Wahl, naja, vielleicht spekulieren sie auf einen,
Ja, es ist immer so eine Sache, ne? Vielleicht spekulieren manche auf ein schlechtes Wahlergebnis, dass die ganzen Privatanleger ihre Aktien reinhauen, dann können sie die kaufen, dann treiben sie den Markt 2000 Punkte hoch, dann sagen die Privatanleger alle, oh Gott, jetzt kommt ja die Jahresendrallye, jetzt habe ich alle Aktien verkauft, jetzt muss ich sie bei DAX 17.000 muss ich alles wieder reinkaufen, und dann hat man wieder genau gekonnt, was man haben will, ne? Dann wurde wieder schön Verlust bei den Privaten erzeugt. Und die Reichen, die schon genug reich sind, sind reicher geworden. Ja, ihr merkt, so ein bisschen bin ich schon am Rumrudern. Wir gucken auf die kleinere Einheit, stellen den Ausbruch erstmal zurück und gucken uns das jetzt hier an. Mir ist wichtig die 6,70, mir ist wichtig die 6,50, die 7,80. Wobei, es ist halt, was haben wir die ganzen letzten Tage gesehen halt, ne? Dann kommt ein neues Hoch und dann verkauft es erstmal wieder ab. Aber ich würde schon sagen, so wie der steht, kann der sich aus dem Stand jetzt, aus dem Stand, kann der Dienstag nach oben drücken von 7,30 bis 8,30, das schafft der. Hier, bis so in die Eröffnung rein, vielleicht 8,40 sogar. Das ist eigentlich direkt erreichbar. 8,15, 8,40 ist direkt erreichbar. Schafft er das? Schafft er später bestimmt auch 900 und 49. Sollte der hier vorher schon wegdrehen und die knicken den hart ein und gehen dann runter hier, dann bleibt die 6,70 Unterstützung, 6,50 Unterstützung, aber da runter geht Raum auf und der Raum geht auf bis 5,55. Das ist dann so. Ja, und von daher würde ich mich auf die paar Bereiche fokussieren. Vielleicht kann man da irgendwie ein paar kleine Punkte holen, vielleicht sogar hier oben einfach lauern, Umkehrsignal. Da muss ich sagen, die nimmt der DAX eigentlich sehr, sehr, sehr gut an. Also so rote Stundenkerzen, grüne Stundenkerzen, die spielt er eigentlich momentan Tag für Tag, sieht man das immer wieder schön aus. Ne? Der läuft immer hoch, macht die grüne, 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 es hauen alle Short dagegen, dann kommt irgendwo die erste rote Stundenkerze, plötzlich sind alle Meinungen, es steigt weiter und dann fängt er an zu fallen. Das funktioniert die ganzen Tage eigentlich sehr schön, wenn man da aufmerksam ist auf den Stunden. Und was man auch sagen muss, wir sehen von früh an immer ein klares Schi also der nimmt immer eine klare Positionierung, gleich direkt früh ab 8 Uhr siehst du immer wieder eine klare Positionierung. Und dann muss man immer noch mal so 14:30, 15 Uhr aufpassen, wenn die Amerikaner reinkommen. Da hat man die letzten Tage auch immer wieder noch mal einen Bewegungswechsel oder eine Beschleunigung oder wie auch immer gesehen, ne? Und von daher gucken wir auf die Zonen, gucken auf die Zeitpunkte, 8 Uhr, 14:30. Damit kann man sich momentan wahrscheinlich am einfachsten die Punkte holen. Einen klaren Trend haben wir nicht. Wir sind in einem Korrekturmuster noch. Wir waren daran, das unten zu lösen. Naja, es hat er verschissen, halt, der Idiot. Aber ich hätte es gerne mal wieder. Ich hätte auch mal gerne wieder eine schöne Analyse gemacht, wo du wirklich mal sagen kannst: Oh, jetzt hier nach unten und 300 Punkte und er kann bis da und wenn er den auch platt macht. Dann auch da sowas, das macht mir manchmal mehr Spaß, wie hier in dem Gestocher, die den ganzen Tag die gleichen Marken zu nennen, um zu sagen, er kann oben und unten, dann verstehen die Leute das nicht und sagen, na, was machst denn du für eine komische Analyse? Von wegen kann oben und unten, damit kann ich mir nichts kaufen. Aber es ist halt einfach in der Sideways-Train so. Er kann halt oben und unten. Das ist kein Trendvorteil. Der Wahrscheinlichkeitsvorteil ist in dem Moment nicht vorhanden halt, ne? Deswegen habe ich fast 50-50. Jetzt hatte ich ein bisschen Vorteil nach unten. Naja, hat er wieder nicht genutzt. Aber mich in dem Moment hinzustellen, wo ich quasi fast dreifach überlagerte Wahrscheinlichkeitserhöhung kriege, dass er unten. Naja, ist halt so. Der Markt macht, was er macht, und wir können uns nur verbiegen und nach ihm richten. Was anderes bleibt uns nicht über, ne? Wir können nicht ihm unseren Willen aufzwingen. Das funktioniert einfach nicht. Wir können uns nur geduldig auf die Lauer legen. Die guten Momente abpassen und ich glaube, die sind zum Dienstag eher an den Zonen. Vielleicht bei 8,40, vielleicht bei 6,50, 6,70, sowohl im Aufdrehen als auch im Durchbruch. Na, also Stundenschluss unter 6,50, das kann schon einen Impuls Richtung 5,50 geben. Ja, kriegen wir hier aber eine schöne grüne Stundenkerze reingedrückt hier unten, nachdem man ein bisschen runtergekleckert ist, wäre das eine Longchance, muss man ganz klar so sagen. Und hier oben genau dann andersrum, ne? Gleiche Prinzip, nur andersrum. Ja, und damit würde ich sagen, grenzen wir die zwei Punkte ein, belassen es dabei, nehmen zur Kenntnis, er hat unten nicht verwandelt. Bisschen schade, finde ich das schon, muss ich schon sagen halt. Na, weil, guckt mal in den Tageschart, die 200-Tage-Linie, die ist da. So eine Bewegung, die sind dann eigentlich auch einfach halt, ne, weil der fällt dann schön am Stück durch. Das sind dann plus zwei, drei Tageskerzen, die der braucht, bis er hier unten steht. Aber das sind schöne Bewegungen, die lassen sich schön traden. Das ist manchmal einfacher wie dieses Gefummel halt. Ne? Hier profitieren am meisten die, die keinen Stopp drin haben. Ja, und oft sieht man, dass der Markt dann sowas auch irgendwann wieder auslutscht halt. Ne? Treibt, nötigt die Leute quasi durch so ewige Seitwärtsgetrade
Nötigt er die Leute, ohne Stopp zu handeln, belohnt sie dann immer wieder dafür, immer wieder reichert sie an, sodass sie zuversichtlich wären, im Minus nachkaufen. Ne? Also auch bei uns im Chat haben wir das heute gesehen. Da haben wir auch diejenigen, die hier gleich früh Short reingeflackt haben, die haben dann nochmal Minus nachgekauft. Genau das macht der Markt mit so einer Bewegung. Und dann löst sie auf und dann läuft der 1500, 2000 Punkte wieder am Stück durch und haut alles raus, was im Minus nachkauft, haut alles raus, was ohne Stop-Loss drin ist. Und das ist mehr als überfällig. Es ist einfach mehr als überfällig. Das kann man gar nicht so deutlich sagen, wie man sagen kann. Das ist außergewöhnlich lang, wie er diese Phase schon ausdehnt. Ne, das wäre schon längst dran gewesen. Das sage ich auch bestimmt schon seit 4 Wochen, dass es bald mal dran ist, wenn der DAX aus dem Band mal rausgeht. Nun haben wir das Go gekriegt. Und er kontert sich wieder aus. Halt. Ne, also ein bisschen zum Kotzen ist es schon, aber ich kann es halt auch nicht ändern. Ne? Also wir können dann den Kopf runternehmen und geduldig bleiben, aber ich würde trotzdem, wenn der hier wieder runtergeht, also ich würde in dem Moment, wo der wirklich dann unten auch rausarbeitet, aus dem Band nach unten arbeitet, das haben wir bis jetzt noch keinen Tag erlebt, weil jeden Tag, wo er aus dem Band jetzt gestartet ist, hat er immer wieder nur nach oben gearbeitet. Jeden Tag, selbst an dem Tag ist er erstmal nach oben gegangen, wo die rote Kerze drin ist. Das kam erst mit den Amerikanern in die rote Kerze. Ne? Wir haben noch keinen einzigen Tag gehabt, wo wir vorher einen Tagesstoß aus dem Band hatten und der hat angefangen, früh um 8, um 9 nach unten zu arbeiten. Das ist noch nicht da gewesen. Und sobald das wirklich mal kommt, hier unten, würde ich auch Shorts hier unten mir raussuchen. Genauso wie ich hier oben Longs mir raussuchen würde, wenn er hier oben rausarbeitet. Ne? Wenn er oben raussteht und er arbeitet raus, weil das sind so die Bereiche, wo dann halt wirklich wieder eine schöne Trendbewegung einsetzen kann. Die ist hier nicht da, noch nicht. Und deswegen nehmen wir einfach unsere Seitwärtsmarken wieder, nehmen die 840, 830, nehmen die 670, 650 und nehmen die ganzen Marken, die wir jetzt die ganzen Wochen immer wieder beackern. Das sind ja immer wieder die gleichen, ne, auf dem Niveau, wo wir jetzt geschlossen haben. Da waren wir schon im Juni gewesen, Anfang Juni, Ende Mai gewesen. Das ist alles nichts Neues und fertig ist. Ne? Gut, ich mache hier das Video zu, heute ein bisschen ausführlicher, morgen machen wir es wieder kürzer. Und wenn ich die nächsten Tage mit Augen zwinkere, dann wisst ihr, was ich meine. Ja? Dann reden wir darüber hier. Reden wir darüber hier. Und zwar mit Schmack ist dann raus. Das ist der perfekte Monat. Das ist, die Saisonalität passt. Drumherum ist ein bisschen was los. Mit Wahl, Verfall und so weiter und so fort. Jetzt war ich schon unten drauf. Es ist nahezu perfekt eigentlich gewesen. Es ist eine wirklich schöne Chance gewesen. Das ist bedauerlich, dass er das nicht genutzt hat. Aber wir nehmen das jetzt so hin. Die nächste Chance kommt und das schafft er nicht mehr lange, dass er das so ausweitet. Wir haben ja auch vor ein paar Tagen gesagt, der geht hier nochmal 400, 500 Punkte weg. Das war erstmal ein guter Anfang, aber ich bin mir auch sicher, das ist noch nicht alles. Das kommt noch, der kommt noch, der legt das noch nach, da kommt noch was. Das denke ich schon. In den nächsten 14 Tagen, in den nächsten 10 Tagen würde ich sogar fast sagen. In den nächsten 10 Tagen, wir kriegen hier schon ordentlich Saft drauf. Gut, also wie gesagt, heute ein bisschen länger, machen wir dafür morgen ein bisschen kürzer und wenn ich mit den Augen zwingere, wisst ihr Bescheid und dann gehe ich da mal nicht so detailliert auf. Vielleicht mache ich auch den meisten, manchen zu viel Hoffnung, dass sie dann mit zu krassen Einsatz und zu viel Hebel und natürlich sieht dann der Markt erstmal das Geld auf der anderen Seite. So viele Leute sind es nicht, die das Video gucken, sind keine 200.000 Leute hier, die wir hier lenken, aber wenn natürlich einer mit Hebel, ich sag mal 200 und der hat Einsatz von 100.000 Euro, das bewegt, hat auch schon ein bisschen Geld, ne? Also da darf man auch nicht ganz vergessen, ne? Dass da der Hebel halt auch immer viel Volumen noch ausmacht. Ich mache hier jetzt mal zu, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg zum Dienstag und guckt euch die Marken an, rechnet ein bisschen hin und her. Solange wir hier jetzt wieder in diesem Geschacher sind, sind wir im Geschacher. Das ist einfach so. Ja. Bis morgen. Tschüss.